Ja, meine lieben Freunde, genau hier haben wir aufgehört und genau hier machen wir weiter. Neueste Folge Final Fantasy VII, einer der beliebtesten Teile in der Final Fantasy Gemeinde. Und die Grafik ist vergleichbar mit dem komplett neuen Final Fantasy und alles sogar in deutscher Sprachausgabe. So, machen wir gerade noch eine Fluppe. Dann kann es auch gleich losgehen. So, muss mir noch einen Schneidersitz setzen. So, dann wollen wir mal loslegen. Müssen wir erst mit ihm noch quatschen nochmal, oder? Kann sein. Wir finanzieren unsere Einsätze über Spenden aus der Bevölkerung. Na komm. Na komm. Ich kenne verdammt viele Leute in den Slums. Kommt ganz von selbst bei all den Patrouillen. So. Ja, dann müssen wir jetzt ja wieder raus. Die Frage ist, haben wir jetzt ein Ziel auf der Map? Und ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen. So, da haben wir das Ziel. Und wo ist das? Hier unten. Für die Bürgerwehr begibt dich zu den Rostpfaden, um den Auftrag auszuführen. Ich habe jetzt einen 50 Zoll Fernseher und nicht mehr 55 Zoll. Ich sitze zwar so, wie sagen wir mal, 2 Meter davor, aber 55 Zoll wäre schon besser gewesen. Aber ich habe einen QLED von Samsung, den Q80A, der würde 1.000 € kosten. Ich habe 600 bezahlt von 50 Zoll und es ist in Ordnung. Ja, bloß die Schrift wäre natürlich alles ein bisschen größer. So, gut, zeigt das jetzt an. Wir müssen doch hier irgendwo. Ja, wir müssen wohl erstmal runter. Ah, hier ist noch eine Kiste. Oh. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Also wir hatten sonst immer eine Karte. Wundert mich ein bisschen. Ach so. Ja gut, dann machen wir so. Nochmal raufgucken. So, hier lang und dann links halten. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt schon mal links. Ja. Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Schau euch das an hier, Alter. Das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Wir müssen da wohl nicht in die Höhle da rein. Ne, jetzt müssen wir. Ah, das sieht man ja. Wir können rechts durch, aber ja, wir können auch links durch. Gehen wir links durch. Da sind gleich die Ersten. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Genug. Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Läuft. Mal aufgucken.
Ach, wir sind schon zu weit. Wir hätten hier runter. Das... Na gut. Das ist ein ziemlich kleines Areal. Aber nicht hier hoch, oder? Gehen wir einfach hier lang. Richtig so? Ja. Ein Gegner, einen Moment, verfügt über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Na, wie machen wir denn das jetzt? Ach, wechseln, so, ne? Moment. So. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Krieg. Welches Lammregelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Was haben wir denn hier überhaupt? So, ne? Haben wir jetzt die Route aktiv? Ich weiß nicht, warum die Karte immer noch nicht drin ist. Das nervt mich ein bisschen ab. Ich habe ja jetzt hier gerade das gemacht. Überprüfen. Die Biester in den Rostfaden. Ja klar. So. In den Rostfaden. Ich muss noch mal gucken. Nee. Ich weiß nicht, warum wir jetzt keine Karte haben, weil das ist wirklich jetzt hier mal kein Norden, Süden oder gar nichts. Das war vorher echt gut gemacht, aber... So, dann müssen wir ja da durch. Dann müssen hier eigentlich noch ein paar Gegner kommen. Ja, wir sind aber jetzt hier. Wir sind aber keine Gegner. Von da hinten sind wir gekommen. Das ist jetzt wie die Nadel im Heuhaufen hier zu suchen. Da gibt es jetzt noch irgendwelche Gegner. Bring es hinter uns. So. Langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. So, kann man das hier irgendwie noch einstellen, dass er die dauerhaft wieder anzeigt? Das kann man auch so ziehen. Naja, wir wissen ja, dass wir wieder dorthin müssen. Route. Er macht die Route nicht. Jetzt vielleicht. Auch nicht. Weiß ich nicht. Das wird irgendwann wieder so sein, dass wir die Map haben. Ich glaube, wir müssen in die Richtung hier. Mal gucken. Ah, ist richtig. Wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann weiß ich das. Weil sonst hatten wir die Map eigentlich die ganze Zeit schon. Und da müssen wir nicht lang, aber hier.
Kandidaten. Das Mädchen für alles? Du machst jeden. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien! Habt ihr es schon gehört? Die Rostpfade sind angeblich wieder. Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Hab bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och, Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. So, dann machen wir das. Es kann sein, dass wir die Karte wieder so einblenden können mit irgendwelche Tasten. Na, das haben wir jetzt schon mal hier. Jetzt haben wir die Karte. Hier rechter Trigger. Nee, linker Trigger. So, jetzt haben wir die Karte. Unten. Wunderbar. Learning by doing. Im Dach unserer Herberge ist ein Loch. Das muss unbedingt repariert werden. Bitte doch, diesen alles kann er drauf. So. Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Geil. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Eisenreif. Ein aus Eisen angefertigter Armreif, dem für seinen geringen Preis erstaunliche Kraft einwohnt. Sternbesitz, ach den haben wir schon. Sternreif. Ein von Handwerkern ausgearbeiteter Armreif, der die Handhabung der Maria erleichtern soll. Wie viel Geld haben wir? Reicht nicht. Kraftreif. Stärke erhöht sich um 5%. Sieht alles sehr geil aus. Aber brauchen wir nicht. Sag ich einfach mal so. Materie hat er nicht. Nö, brauchen wir nichts mehr. Verkaufen kann man natürlich auch noch Sachen. Aber das machen wir nicht. Wir haben genug Plätze, glaube ich, dafür. So, du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch ihre dazugehörige Waffenfertigkeit erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an.
Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Aber wir haben das Schwert, das kann man so jetzt nicht sehen, oder was? Weil... wollen wir sehen. So. Modifikation, Ausrüstung. Panzerschwert. WP. So. Jetzt haben wir ein anderes. Geil, Alter. Das kann man bestimmt auch so sehen. Pass auf. Und hier ist ja alles in Ordnung. Ja, geil, Alter. Das kann man sogar sehen, ey. Das finde ich cool. Alles klar. So, wir müssen hier raus. Du machst jeden Job. Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge, das du mit R2 auf der Karte aufrufst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel aufgeführt werden. Schließe viele davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Jeffrey. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. So, schließe die Mission für die Kampfberichte ab und versorge Catley mit den gewonnenen Daten, damit neue Materie entwickelt werden können. Angaben zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsphase abgeschlossen werden, wirken zusätzliche Belohnungen. So, da müssen wir mal sehen. Jetzt haben wir hier einiges. Wir müssen aber hier was reinsetzen, ne? Ne, das wollen wir nicht. Ich wollte was anderes. Da muss ich mich erstmal mit einfurzen. Hier ist noch ein Platz drin. Ein Platz ist noch frei. Ich muss mich mal hier umschauen.
Das ist es ja eigentlich nicht. Verwende WP, um deine Waffe zu modifizieren. Wir wollen sie ja nicht modifizieren. Wir wollen was einbauen. Wie man das macht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss mich da ja erstmal reinfutzen. So, Materia, ne? Damit gilt das. Wir müssen da unten hin. Materia einsetzen. Analyse. Hier. Wunderbar. Wir speichern einfach mal. So, das sind einfach Gegner, die wir analysieren damit. So. Setze bitte die Analyse-Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Mhm. Haben wir ja. So, Karte. Wo haben wir denn hier was? Verschwundene Freunde. Route. Gut, wir müssen auf jeden Fall, jetzt wissen wir ja, wo lang das geht. Wir müssen hier lang, das sieht man jetzt auch alles gut. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Verschwundene Freunde. Die anderen sind mir viel zu kindisch. Und was ist das Leben des Planeten? Der Leben. Der Typ, der hier wohnt, ist total. Der Beste. Bist du der Kerl, der diesen Plan für alles? Du machst jeden Job, habe ich gehört. War das hier richtig? Zu uns kommen Leute mit den verschiedensten Problemen. Setze bitte die Analyse-Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Gut. Nochmal die Karte. Das hat sich erst schon mal erledigt. Mal sehen. Hier, ne? Erstmal müssen wir hin. Rattenplage. Die kleine Betty hat dich gebeten, ihre drei haarigen Freunde aufzutreiben und zu ihr zu bringen. Finde die Kater, die sich irgendwo in den Slums versteckt haben. Da oben. Das hat er doch gerade angezeigt. Pass mal auf. So. Nee, das war, hat mich getäuscht. Also noch ist das nicht so einfach. Das ist noch nicht so einfach. Gut, das, die werden wir wohl irgendwo finden.
Gehen wir erstmal auf Rattenplage. Jo, würde ich sagen. Hier lang. Und da müssen wir ein bisschen die Augen offen halten wegen den Katzen. Sag Bescheid, falls dir was auffällt. Der hat ja ein großes Schwert. Nahrungsmittel sind schon knapp. Das kennen wir, die Prelude hier. Moment. Wie sieht das hier aus? Hier ist die Rattenplage, ne? Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten. Oh, hallo Tifa. Dein Freund verdient sich also neuerdings als Söldner, ne? Ja. Dann kannst du vielleicht auf Arschrattenjagd für mich gehen. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal, Hauptsache du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Auftrag Rattenplage. Schauen wir hier nochmal rein. Da ist die Rattenplage. Die Katzen müssen hier irgendwo sein, das wird nicht angezeigt. Gut, was hatten wir hier noch? Ungeziefer in der Fabrik. Ja. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ich schaue mir noch ein bisschen jetzt nach den Katzen. Müssen wir die anderen auch noch mal annehmen. Nein, war das nicht gerade ein Maunzen? Da oben. Das ist ziemlich nah. Hey, Tifa, ich komme heute wieder im Laden vorbei. Kochst du uns heute wieder was Leckeres, Tifa? Das war's wohl schon, wa? Die eine. Weiße Katzen. Moment. Moment, okay. Wollen wir da oben mal hoch? Ah, hier ist Endstation, wa? Moment, ich höre eine neue Mucke. Wo ist das? Hey! Und? Wie gefällt dir der Song? Bist du schon ein Fan? Plattensammler. Errungenschaft. Oder Trophy. Nur hier war das aber nicht. Bisschen unübersichtlich, wir müssen hier hin. Okay, Rattenplage. Ätzend, Alter, das ist gar nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden. Nehmen wir mal hier rum. Wollen wir hier nicht rum, oder was? Na, ätzend, Alter. Ja. Du bist noch das teure Werkzeug, Mann. Hier muss man sich erstmal zurechtfinden. Da oben ist ja nichts mehr, aber wir haben eine Errungenschaft, also eine Trophy bekommen. Errungenschaft habe ich immer im Kopf wegen Steam. Ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Ja. Ist ja wohl eine Katze? Nö. Komm schon! Genug!
schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Und was nun? Warten wir? Ah, obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Mhm. Ich glaube, wollen wir sehen. Wir gehen hier einfach mal so ein bisschen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ist ja das gewesen? Alles, auch Artikel von der Platte. Die besten Waren. Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Die Wehrratten magst du erlegt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja? Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du Allesrenner. So. Hereinspaziert, herein. Das werden jetzt wohl noch ein bisschen größere. Ja. Jetzt. Ja. Keinen kommen. Jetzt oder nie. Volle Kraft. Ja. Ein Ende. Sehr gut. Jawohl, Level up. Eine Dusche wäre jetzt nett. Eine Dusche, ne? Ja, mit dir zusammen auf jeden Fall. Ah, brauchen wir nicht mehr so hinlaufen, geht automatisch. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten Preisen in ganz... Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst... Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Lassen wir erstmal alles. Trophy. Werbetrommel. Das lief doch wie am Schnürchen. Ja, auf jeden Fall. Gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt. Also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? So, meine lieben Freunde. Wenn wir nochmal zwischenspeichern. Es hat zwar automatisch gespeichert, aber... So... Ja, wir haben jetzt 2,5 Stunden auf der Uhr. Ja, die neueste Folge Final Fantasy 7 im Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Ja, ist alles noch
in den Anfängen, aber das wird noch richtig Bombe. Wir hatten auch schon richtig geile Story und auch richtig geile Zwischensequenzen, die sehr schön gemacht wurden. Ja, dann mache ich für heute generell einen Break. Und ich hoffe mal, dass ich heute, spätestens morgen, also morgen kriege ich auf jeden Fall Call of Duty Vanguard. Und da werden wir die ganze Kampagne durchzocken. Ich habe schon lange kein Call of Duty mehr gespielt in der Kampagne. Und gehe mal davon aus, dass es auch 3D-Audio hat. Auf unserem neuen Headset, das SteelSeries Arctis 7P Plus Wireless. Ja, und dann werden wir die ganze Kampagne durchsuchten und danach viel im Multiplayer unterwegs sein. Habe ich bei Saturn eine Disc-Variante Blu-ray für 20 Euro bekommen. Mit Gratis-Versand. Ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.